nicht sicher, ob dieser Antrag die Mindestrelevanzschwelle überschritten hat. Ich will trotzdem dazu Stellung nehmen. Wenn es notwendig ist, ein Konzept für die Beteiligung von Umwelt- und Sozialverbindungen und so weiter zu entwickeln, wo unterschiedliche Zielgruppen angesprochen sind, wenn es notwendig ist, das hier zu beschließen, stellt sich mir die Frage, was macht eigentlich der Senat beruflich? Das ist meines Erachtens nach gerade selbstverständlich und bedarf meines Erachtens kaum einer Debatte hier und schon gar nicht irgendeines Beschlusses, wo wir den Senat beauftragen, Dinge zu tun, wofür er meines Erachtens schlicht und ergreifend einfach verpflichtet ist, sich zu machen. Das Zweite ist, wo mich auch ein Stück weit wehre, ist, dass es in der Tat nicht vollständig frei von einem Diskriminierungsgedanken ist, zu sagen, Leute, die gut Deutsch sprechen, die gebildet sind und Geld haben, verhalten sich umweltbewusst oder haben ein Umweltbewusstsein. Und Leute, die arm sind, die wenig gebildet sind oder Migrantinnen sind oder mehreres von denen sind weniger umweltfreundlich. Ich befürchte, so einfach können wir uns das nicht machen. Und ich befürchte auch, dass man da eine Debatte anzettelt, ja, dass man im Wesentlichen diese Potenziale heben will, während ja eben schon erläutert worden ist, die größten Potenziale sind offensichtlich bei denen, die ein hohes Umweltbewusstsein haben, die nämlich deutsch sind, die gebildet sind und Geld haben. Da ist offensichtlich meiner Meinung nach deutlich mehr zu holen, als wenn man jetzt noch versucht, aus Hartz-IV-Empfängerinnen mit Energiesparmaßnahmen noch einen Euro rauszuholen. Das Dritte ist, wir müssen den Leuten im Wesentlichen, ja, ich weiß, dass du jetzt da nervös bist. Bitte? Nein, das, meines Erachtens ist es kein schiefes Bild. Nein, ich habe das nicht, ich habe das schon, ich denke, dass diese Debatte hat ein Stück weit mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die ohnehin relativ schwierig haben mit ihrem Leben. Und dass diejenigen, die sozusagen bei sich selber und bei ihrem eigenen Verhalten aufgrund ihrer eigenen Einkommenssituation, aufgrund ihrer eigenen Bildungssituation, dass diejenigen aufgefordert und dass da wesentlich größere Potenziale sind, im Umweltbereich Erfolge zu haben. Das ist meine Meinung. Da müssen Sie nicht mit einverstanden sein und das Bild ist auch nicht schief. Da zeigt man mit den Fingern auf andere und müsste eigentlich bei sich selber anfangen. Das Dritte ist, wenn man es ernst meinte, ich habe ja nichts dagegen, dass die Kolleginnen, dass da so Leute, die wenig Einkommen haben, möglicherweise noch Geld sparen können, indem sie beispielsweise energiesparende Geräte haben. Aber dann muss man sozusagen hier einen Antrag zu stellen, die Programme auflegen, dass möglicherweise mit Unterstützung von Staat und Gesellschaft diese Leute auch in die Lage versetzt werden, energiesparende Geräte zu kaufen, sich möglicherweise ein neues Fahrrad zu kaufen, sich möglicherweise ein Auto zu kaufen, was nicht sozusagen eine Umweltbelastung darstellt. Dann muss man hier ein Sozialticket einführen, wo man sagen kann, den brauchen die ihre Autos nicht mehr. Solche Anträge hätte ich hier erwartet und dann bin ich auch bereit, darüber zu diskutieren, wie man sozusagen auf diese Weise, haben wir ja schon, Sozialticket haben wir ja schon gemacht, kommt ja nicht. So, und diese Form von Programmen brauchen wir und wir müssen die Umsetzungskompetenz stärken. Das wäre sozusagen eine spannende Debatte, dafür ein Konzept zu entwickeln, ein Konzept zur Kommunikation zu entwickeln, habe ich vorhin schon gesagt, halte ich für überflüssig, weil eigentlich selbstverständlich. Vielen Dank.